Hallihallo, meine kleinen Bastelschlawuzis. Ja, meine Fingernägel schauen aus wie Sau. Ich komme gerade aus der Arbeit. Okay, besser gesagt, ich war schon duschen, aber trotzdem schauen, weil der Nagellack überall abgesplittert ist. Aber es ist mir jetzt auch Bums wie Käse. Und zwar, ich habe heute einen Mini-Winnie-Haul und gleichzeitig auch noch ein paar Fragen. Und zwar habe ich mir. Wundert euch nicht, das ist jetzt schon nicht mehr in der Packung, weil ich es eigentlich gar nicht abfilmen wollte. Aber da ich jetzt doch ein paar Fragen habe, filme ich es. Und zwar habe ich mir diese Dinger hier gekauft. Diese, wo eigentlich wahrscheinlich jeder von euch schon hat. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, weil ich habe mir gedacht, nee, ich mache das selber. Aber da wir jetzt ganz spontan beim Action waren, okay, eine Stunde Fahrt kann man jetzt nicht wirklich spontan nennen, aber ja, doch, es war spontan. Und es gab nichts Neues und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber aus dem Action rausgehen nach einer Stunde Fahrt ohne irgendwas geht gar nicht. Genau, und die habe ich mir gekauft und da wollte ich euch mal fragen, ob ihr auch so eine blöde Aufteilung da drin habt. Bitte schreibt es mir in die Kommentare, also falls ihr das habt. Ich finde die Aufteilung sowas von bescheiden. Also bei manchen geht's, bei manchen geht's nicht. Und ich sag's euch, wartet's, nee, bei dem hier, also ich weiß nicht. Oh, ich glaube, langsam geht es vom Licht her nicht mehr. Jetzt wollte ich gerade sagen, sagt mir, wenn es euch zu dunkel wird. Ja, sagt es mir, ne? Also schreibt mir eine E-Mail, da mache ich dann das Licht an. Gott, ich bin so doof. Okay, auf jeden Fall bin ich ganz enttäuscht, ganz, ganz, ganz enttäuscht von der Aufteilung, weil wenn schon eins so viel mehrfach drin ist als die anderen, dann warum genau das Hässliche? Also das nicht so schöne, nicht hässliche, aber das nicht so schöne. Naja gut, auf jeden Fall würde ich jetzt mal sagen, wir gehen jetzt kurz durch und dann würde mich echt interessieren, ob bei euch die Aufteilung dieselbe war. Ich habe im Laden natürlich nicht reingeschaut. Oh, hätte ich das gemacht, hätte ich vielleicht alle Packungen aufgerissen und reingeschaut. So, und jetzt fangen wir mal an mit den Holzteilen. Ich muss sie mir nur kurz holen, weil ich habe die schon auf einen Stapel, weil bei mir wird es dann wieder weggeräumt. Ich habe, das nimmt mir zu viel Platz weg. Also ich habe da mein Ordnungssystem, deswegen habe ich die raus. Also wir sind jetzt hier bei diesen Holzoptik und jetzt erzählen wir mal kurz durch. Also es sind insgesamt 15 von diesen hier. Also 1, 2, 3. Ist ja schon mal okay. Dann haben wir von diesen hier 1, 2, 3. Auch voll in Ordnung. Dann von diesen hier. Ah nee, da. Oh, Entschuldigung, ich habe euch schon habe ich euch angeflunkert. Da sind es nämlich schon 4. Dann geht es weiter mit dem Laminat oder Parkett. 1, 2, 3. Gut, auch wieder gut. Dann ist bei dem einen eins mehr. Aber jetzt kommt's. Also, ich finde, wie findet ihr das? Ja, vielleicht auf dem Boden finde ich das schön, aber. Was bastel ich denn daraus? Ich weiß nicht, da finde ich das Laminat oder Parkett oder was das ist. Und die da. Und vor allem das Blaue um einiges schöner. Aber egal, okay. Also, ihr wisst, 3 und 4 jeweils. Jetzt haben wir da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Ich verstehe das nicht. Klar, dass man. Vier, nee, wie viel sind es denn? Eins, zwei, drei, vier verschiedene Muster nicht in 15 gerade reinkriegt, verstehe ich. Aber dass man vier, vier, drei, sechs macht? Sechs macht. Hört sich gut an. FSK 18. Nee, ja, okay, auf jeden Fall da. Von dieser Packung war ich enttäuscht. Weil es halt einfach auch genau das Holzteil ist, das mir nicht so gut gefällt. Dann machen wir weiter. Und bitte, wenn ihr Erfahrung habt, sagt es mir, ob ihr genau auch dieses Blatt so oft drin habt. Oder ob es bei euch vielleicht genau ein anderes ist, das ich vielleicht mega geil finde. Und das findet ihr mega geil. Und ihr habt das andere, wo ihr nicht schön findet. Puh, ich krieg schon keine Luft mehr. Okay, weitermachen wir mit diesem Exemplar. Da ich glaube, jetzt wird es gar nicht mehr so schlimm. Bei dem war es am schlimmsten, finde ich. Eins. Zwei, drei von diesen blau. Dann eins, zwei, drei von dem türkisen, leicht türkisen, blau-grünen Mischung.
Dann 1, 2, 3. Schaut's mal, wie gut das gehen könnte. Und 1, 2, wow, 3. Und jetzt schauen wir mal. 1, 2, 3. 15 Sheets. 5 Teile. 3. Ja, da passt's. Da ist es doch perfekt geregelt. Das verstehe ich nicht. Und ich finde das Holz halt auch nicht schön. Vielleicht ist es deswegen, dass es mich so stört. Aber ich drehe wirklich diesen Haul nur, weil ich es wissen will, ob das bei euch auch so ist. So, diese zwei Packungen, hoppala, falsch, schmeißen wir mal von dannen. Dann geht's weiter. Ich habe dann nur noch diese zwei bekommen. Keine Ahnung, wie viel es da gibt. Vielleicht habe ich auch welche nicht mitgenommen, weil sie mir nicht gefallen haben. Kann ich nicht sagen. Ihr habt sie jetzt gesehen, die Packungen. Also machen wir Schwuppi und Schwappi. Und fangen da noch an. Also es würde mich wirklich interessieren. Das ist jetzt wirklich eine ernst gemeinte Frage, ob das bei euch auch so ist. So, von dem Blau. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Jetzt muss ich mir doch noch mal eine Packung kurz angucken. Ah ja, da sind 20 Sheets drin. 20. So, sechs. Dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sechs plus sieben, das sind 13. Dann von dem. Zwei, drei, vier. 5, 6, 7. Okay, sind 20. Also, ja, gut, dass von den Rosen jetzt nur 6 drin sind, geht gar nicht anders. So, dann machen wir weiter mit der anderen Packung. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ja, das geht ja noch. Es tut mir leid, dass ich mit euch jetzt bei so einem kleinen Haul die einzelnen Blätter durchzähle, aber das hat mich in dem Auto sowas von genervt. Und übrigens, wisst ihr, was mich noch nervt? Wenn man sich was Neues kauft und dann ist es schon so zerknittert. Okay, aber das ist jetzt eine Ecke. Ich werde damit leben können. So, jetzt habe ich mir noch was Kleines gekauft. Und zwar was, was ich mir nie kaufe, was wahrscheinlich ihr alle schon zu Hause habt, die einen Action in der Nähe oder in der Umgebung haben. Für mich war das nie wichtig, weil ich meine Karten relativ bunt gestalte mit meinen Stanzteilen oder vielleicht auch mal Stempel ausnahmsweise oder auch Bändern oder keine Ahnung, egal. Ich gestalte sie schon relativ bunt und auffällig. Deswegen habe ich die eigentlich fast nie gebraucht. Und zwar sind es Embossing-Folder. Ja, die habe ich auch schon aus der Packung raus. Moment. Hoppala. So, welchen haben wir denn da? Fangen wir doch gleich mal mit dem an, der da liegt. Genau, da habe ich mir einmal diesen hier geholt. Man sieht es, glaube ich, kaum, oder? Kann man doch ganz gut sehen, gell? Genau, der embosst eben die Blumen und stanzt die Schmetterlinge und dieses ovale Dingsbums hier. Ich zeige es euch hier nochmal, schaut's mal. Genau, den hier. Und da habe ich auch eine Frage an euch. Also wirklich, dieser Haul wurde nur gedreht, weil ich Fragen habe. Und es wäre echt super, wenn ihr mir in den Kommentaren das beantworten würdet. Und zwar ist meine Frage, ja, meine Frage ist, wenn ich jetzt, wie oft kann ich diesen Embossing-Folder nutzen, bis irgendwann das durchgenudelt ist? Weil zwischen dem und dem kommt ja nur das Papier. Und wenn das immer durchgestanzt wird, das, klar steht das andere auch ein bisschen ab und hat den Sicherheitsabstand, aber diese Schneidefläche, die ist so extrem hoch, also höher als der Rest vom Embossing-Folder. Ich hoffe, man sieht das. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wie oft kann ich dieses Ding nutzen, bis ich es eigentlich wegschmeißen kann? Weil ich bin ja so eine, ich mache zum Beispiel schon alleine mit euch im Video
Vielleicht das erste Video klappt nicht. Also dann machen wir zwei. Zweimal das Durchnudeln. Dann möchte ich damit ja auch gleich, wenn ich eh schon arbeite damit, zwei, drei Karten damit fertig machen. Dann sind es fünfe. Rund mal auf sechs, ja, auf sind sechs Sachen. Wie oft kann ich diesen Folder am Stück nutzen oder auch überhaupt nutzen, bis sich dieses Schneideding da durchstanzt und ich den Folder wegschmeißen kann? Also nicht jetzt wegen am Preis, nein, das meine ich gar nicht. Oder dass ich sage, boah, das ist voll teuer und deswegen kann ich das da, das muss schon lang halten. Nein, das meine ich nicht. Mich interessiert das wirklich, weil ich habe zwar zwei, drei, vier Prägefolder, die ich nie nutze, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber keinen mit Stanzen drin. Bitte beantwortet mir die Fragen. Das wäre echt super. Das fände ich schon fast interessanter, wie das mit den, ja, ihr wisst was. Genau, dann habe ich mir noch einen Prägefolder geholt mit Stanze. Und das ist der hier, Moment. Also hier wieder der Folder. Genau, und so, also die weißen Punkte, also die weißen Sachen sind immer die, die ausgestanzt werden. Genau, hier auch bei den Schmetterlingen. Und die dunkelfärbten sind die, die geprägt werden. Ja, und da werden halt noch die fünf Waben hervorgeprägt und die anderen haben halt nur diese Linien, die geprägt werden. Ja, genau. Diesen. Dann habe ich noch einen von den kleinen. Da habe ich mir gedacht, der ist eigentlich ganz süß für die Weihnachtszeit. Das sind diese Sterne hier. Für die Weihnachtszeit fand ich den eigentlich ganz süß. Oder eben, wenn man die Stanze dafür benutzt mit dem Mond. Auch vom Action, wo ich euch das letzte Mal gezeigt habe. Ja, den da. Und der schaut so aus. Wisst ihr, an was mich der erinnert? An Küchenrolle. So von wegen, Schatz, gib mir mal noch ein Blatt Zewa. Ja, Moment, ich präg dir schnell eins. Ich habe einen Vogel. Ich sag's euch doch, ich habe einen Vogel. So, und jetzt das letzte. Und das ist ein großes, obwohl ich überhaupt keine viereckigen Kanten mache. Überhaupt nicht. Also noch nie gemacht und auch kein Interesse dran. Weiß ich nicht. Ich bin immer dieser ganz normale Kartendiener. Entschuldigung, die Arbeit macht mich müde. DIN A6, glaube ich, ist das Format, Kartenmacher. Aber die kann man ja auch, man kann ja trotzdem ein so ein Papier nehmen und das dann eben so weit, wie man es braucht, reintun. Und dann wird das auch was Schönes, denke ich. Naja, auf jeden Fall habe ich mir dann noch diesen mitgenommen. Da sind so Notenschlüssel und Herzen, die wir ausgestanzt werden. Ich zeige es euch noch hinten. Jo. Genau. Und das war es auch schon wieder. Also ich habe dann noch Haargummis gekauft, aber die zeige ich euch jetzt nicht, weil ich euch ärgern will. Nein, Spaß, weil die euch nicht interessieren. Und ja, also wie gesagt, dieses Video war hauptsächlich, damit ihr mir mal meine Fragen beantworten könnt. Oder wollt, wenn ihr wollt, könnt. So, ja, passt schon. Und dann wollte ich noch sagen, dass es am Wochenende, also ich weiß jetzt nicht, ob schon am Freitag oder erst ab Samstag, kommen wieder meine bearbeiteten Standteile. Hab euch lieb, für euch.